Hallo, liebe World of Warcraft-Freunde. Willkommen zurück. So, Thomas spielt mit Blondie World of Warcraft. Schönen guten Tag. Und wir haben Quests zum Abgeben. Und Post. Das war das von meinem Großen. Das hatte ich mit dem anderen schon erspielt. Braucht ihr Einfach Hilfe? mal hier geschickt als Stadtkapitan. Und wir sind. Wohl waren sehr schön. Seid vorsichtig. Weststromgarnison. Das wäre zum einen hier, hoppala. Gehen wir erstmal das runter. Das unten abgeben. Ach ja. In der Fälle den Wind. Ja, mit den großen Charakteren. Mythisch 14 Seelenschlund glauben. Ein Krampf. Sehr, sehr anstrengend. Mal schauen, ob wir das mit Blondinchen hier auch irgendwann schaffen. Ah, das ist ja gar nicht das Ziel. Erstmal 110 werden und dann schauen wir weiter. Was da ist, wenn wir Raid tauglich machen. Oder ob es vielleicht schon vorher beendet wird. Braucht ihr etwas? Auf dann! Ja. Oh, es kommt wieder. Gut, EP. Und jetzt gehen wir zur Weststromgarnison. Können wir hier gleich durchballern? Wir können es probieren. Wir sind Level 9, Level 10 kommt dann gleich. Dann gibt es auch wieder etwas Neues zum Ausprobieren. Ach, die schöne Musik im Hintergrund ein bisschen. Das ist sehr angenehm. Wenn man hier durch die Wälder mit einem Motorrad fährt. Macht man auch nicht alle Tage. Oh, hier mal weit, ne? Ich glaube, da kommt gleich eine Quest mit Bären umboxen. Und Wölfe. Auch ein Quest. Ich glaube, ein, zwei Level kann man hinten machen. Ja, die sind halt recht angenehm. Einfach nur kommen, irgendwas aufsammeln, irgendwas umschnetzeln, noch irgendwen suchen. Was steht hier rum? Mensch, Magierin. Ach ja, wir sind ja hier auf dem RP-Server, die Aldor. Und da kann schon mal sein, dass irgendwo irgendwelche Leute rumstehen. Und sich hier ein Rollenspiel. Abhackern. Das Licht sei mit euch. Für die Allianz. James Clark. So, oh, hier irgendwo geht's hin. Genau, streuner Frostwolf, Forstwolf und ein Waldbär. Und so was nehmen wir doch bloß. Machen wir erstmal das. Gehen wir erstmal nach unten. Ich glaube, hier unten ist auch noch einer. Oder waren es nur die Murlocs hier? Ich glaube, immer so die Murlocs. Ah, da ist das Dorf. Aber das ist erfahrungsgemäß kein Problem. Der Sound ist einfach nur toll. Keine Mörderflosse. Zerrissene Mörderflosse. Spezielle Mörderflossen. Flossen gibt es ja genug hier.
Eine Tasche, yeah. Zweiter. Oh, das sind ein paar viele. Oh nein, oh nein. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass ich das überlebe. Wow. Ah, da kommt aber gerade viel zusammen. Doch viel rumgeboxt. Respekt. Gut gemacht. Das hatte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das überlebe. Oh, der war kritisch. Ich will nochmal ein paar Einzelne stellen. Streuner und Waldbären. Ich bin ein bisschen viel Klicker wahrscheinlich. Aber mir macht das so Spaß. Und es gab übrigens keine Copyright Warnung bei YouTube beim Hochladen. Von den anderen Teilen, also von den ersten beiden. Bin begeistert, dass das funktioniert hat. Immer Streuner, Streuner. So, kritisch. Die Krits kann man sich wieder anzeigen lassen. Das ist ganz informativ, was man da so hinkrittet. Aber wir waren ja bei Murlocs. Jetzt machen wir schon die Sträume. Hier ist der Murloc. Jawohl, sweet. Zwei Flossen. Da ist noch ein Murloc, hier ist noch ein Bärchen. Das war glaube ich auch ein Crit. Oh, what the? Das war auch einer. Eine Flosse noch. Streuner. Vielleicht ein bisschen mehr Tempo, kann das sein?
Oh, dein Tempo. Oh, 3%. Yeah. Da ist was. Ah, das passt. Das nehmen wir hier. Ein Blutungseffekt oder ein Gift. Ah, stimmt. Gift kommt mit Level 10. Also gleich. Also jetzt quasi. Demnächst, sofort. In ein paar Sekunden, wenn dieser innere Mörder mal umfällt. Yeah. Jetzt kommen nämlich Gifte dazu. Das ist was ganz Tolles und Meucheln bleibt. Gut, dann weiter mit Streunern und Bärchen. Super. Bärchen. Je nachdem, welches Gift drauf ist. Verursacht es Schaden. Oder es verlangsamt. Besser oder verschlechtert das Zauberwirken. Ne, verschlechtert auf jeden Fall das Zauberwirken. Ich glaube, da gibt es auch ein Gift. So, brauchen wir noch Bärchen. Bärchen, Bärchen, Bärchen. Hallo Bärchen. Bäume. Ah, Kräuterkunde, da war noch was. Hier sind so viele Streuner. Wo sind die ganzen Bärchen? Hier ist ein Bärchen. Ja, ein Bärchen brauchen wir noch. Mal eins suchen. Da steht einer rum. Mönch. Da ist ein Bärchen. So, ich bin fertig. Den Clarks Kopf, den nehmen wir natürlich auch mit. Und den Flugmund holen wir uns noch, wenn wir schon mal hier hinten sind. So, eine Quest. Aha. Ist ja einfach so. Ehre dem König, Freund. Marschall Haggard, irgendwas im Westfall. Heldenaufruf Westfall. Ah, ja, ja, da geht's ja dann auch hin. Nach Westfall. Hier ist einer. Braucht ihr Hilfe? Genau, da oben ist was. Erstmal eine Quest annehmen, wie es hier so gibt. Braucht ihr etwas? Mögen eure Reisen sicher sein. Und Schneider, ja. Und James Clark. Erstmal, geben wir erstmal die ab. Dann schauen wir vielleicht noch die Elf in dieser Sitzung. In dieser Folge. Seid gegrüßt. Das Licht segne euch. Noch was?
Das war, glaube ich, einer Grenzpatrouille, der vermisst wird. Oh, 666 Lebenspunkte. Typisch, ne? Rogues do it from behind. So, und der ist jetzt hier drüben zum Finden. Haben wir hier oben gerade noch eine Quest. Leinenfetzen. 1 von 6? Denn ja. Das sind die Hexer, ja. Wenn ich recht informiert bin, droppt auch noch jeder zweite so ein Ding. Kleinholzkunde. Und immer noch mal zusticht, wenn der eigentlich schon tot ist. Man packt sein. Fetzen, naja, L2. Nämlich die einzigen zwei, die so ein bisschen zusammenstellen. Was mit dem? Ah, ja. Die sind sowieso verbündet. Also linked. Leinenfetzen und den letzten Leinenfetzen noch. Oh Gott, das wird so groß gemacht. So, läuft. Dann weiter jetzt den Kollegen hier suchen und auf dem Rückweg die Holzbündel mit aufnehmen. Wir haben hier die Holzbündel und die Murlocs sind wieder am Start. Natürlich sollte der nicht, aber gut. Das Quest abzugeben ist, da muss ich ein bisschen was freiräumen. Nicht recht. Dieses ist aber blöd. Noch einer ohne Fahrschein hier. Das ist schön an den Giften. Die hört man halt so toll. Und schnell
So, dann nehmen wir Holzbündel mit. Was macht ihr denn hier? Was? Hm? Ah, Schamane. I see. Strahler muss gar nicht bei dir hinnehmen. Okay. So, und dann war es das schon wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne noch weiter Holz sammeln und sammle mich dann unten. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl, euer Thomas.